Hi Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge Alice. Nicht Alice, Entschuldigung. WoW. Weil ich gerade noch Alice 17 gespielt habe, aber 19. Entschuldigung, oh, ich bin ein bisschen verwirrt. Nein, zu einer weiteren Folge WoW mit unseren Hordejäger. Ja, ihr seht es, wir sind schon mitten dabei, die Aufgaben noch zu erfüllen, die wir letzte Woche angefangen haben. Habe kein Ziel. So, besiegt, das ist sehr schön. Komm her, dann heilen wir mal unser Tier. So, hier gibt es irgendwas zum Einsammeln. Das müsste da liegen. Komm her hier. Kommt her hier. Ihr könnt auch gleich mitkommen. Machen ja keine halben Sachen hier. Ich muss näher heran. Da ist ein Käfig. Da müssen wir bestimmt wen befreien. Zack. Ich muss zuerst etwas hinter uns kommt auch noch was. Das war ein bisschen blöd. Dann nehmen wir mal ein bisschen ein. Wow, wir wollen nicht sterben. Unser Tier auch nicht. So einfach sterben wir nicht, Leute. Dann stellen wir uns mal kurz tot. Ich brauche ein Ziel. So, und dann letzte noch schnell unser Tier heilen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Sehr schön, haben wir erledigt. Bisschen was eingesammelt. So, komm her. Das ist zu weit entfernt. Seid ihr auf einen Handel aus? Nein, wir wollen nicht befreien. Versprochen. Aber wollen wir mal gucken, ob du die Schuld begleichen kannst. Ah, ich glaube, wir müssen uns da durchkämpfen. Ich glaube, wir müssen uns da durchkämpfen. Das machen wir mal schnell. So, dann kämpfen wir uns da mal schnell durch. Ich brauche ein Ziel. So, komm her hier. Zack. Dich kriegen wir auch. Ich muss zuerst etwas sehr schön, komm her, ja, du auch. Unser Tier mal so viel Schaden machen die Viecher hier gar nicht. Ich habe kein Ziel. Oh, ist nach hinten. Okay, da gehen wir erstmal nicht hin. Hier oben, hier ist erstmal ein, irgendwo, da ist ein Kraut und ein Erz. Komm, das Erz holen wir uns und das Kraut holen wir uns auf jeden Fall auch. So, komm. Oh, wir werden schon wieder angegriffen. Na komm, dann heilen wir uns mal kurz wieder hoch. Rufen wir mal die Raben dazu. Unser Tier und alles auch schon besiegt. So, abbauen. Ich muss sagen, aber Gold kriegt man nicht ruckzuck hier zusammen in dem Add-on. Vor allem durch Verkauf der ganzen Sachen auch ständig. So, komm. Sehr schön. So. Wen müssen wir hier wieder retten? Dann gucken wir gleich mal. Zack. So, wo versteckst du dich? Machen wir in die Höhle rein hier. Ich habe kein Ziel. Ach nee, ein Schwert. Wo ist das? Was müssen wir denn? Was holen wir denn hier? Ach, wir müssen ihn finden, ja. So, zack, komm. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hinweis. Okay. Hier müssen wir noch wen retten. Oh, da sitzt schon wieder wer im Käfig. Warum sitzen die alle im Käfig hier? Warum lassen die sich ständig fangen? Ist da eine Kiste? Nee, das ist nur so. Bisschen animiert. Ich dachte, da finden wir noch eine Kiste. Na komm, ich lass mal erstmal raus. Ich bin frei? Ja, bist du. Ohne Gegenleistung? Ich habe keine ja. Von der Masse ab. So. Hammer. So, dann gucken wir auf der Karte. Jetzt müssen wir noch zwei Hinweise finden. Wir können ja auch schnell die beiden Aufgaben hier abgeben. Dann müssen wir die letzten zwei Hinweise finden. Hallo ihr da. Wer überleben will, muss einfallsreich sein. Benötigt ihr irgendwas? Ah, nö, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Das bringt mehr Gold. Wer überleben will, muss einfallsreich sein. Genau. Und hier ist noch ein bisschen Kraut. Nehmen wir mit. So, und auf geht's. So, Leute, gucken wir mal.
Hier sollen irgendwo noch ein paar Hinweise sein. Da oben ist ein Hinweis. Wo ist der Hinweis? Da. Und ein Kraut ist auch da. Nimm erst das Kraut mit. Das Kraut ist wichtiger. Sehr schön. Und auf geht's. Hopp. Wo ist denn der Hinweis? Da. Da ist der Hinweis. Sehr schön. Gesandte Attentäter haben unser Lager mitten in der Nacht angegriffen. Unbewaffnet, im Halbschlaf, konnten wir uns nicht wehren. Ich habe den Verräter abgewehrt, aber es war zu spät. Die Überlebenden hatten sich in alle Winde zerstreut und sind jetzt auf sich allein gestellt. Hier ist der letzte Hinweis, Leute. Ohne Nahrung Wasser überlebe ich nicht mehr lang. Nachdem ich den Großteil des Tages im Kreis gelaufen war, blieb mir nichts anderes übrig, als dem Rat von dem Verrückten zu folgen und mich Richtung Süden aufzumachen, um dort Zuflucht zu suchen. Okay, Richtung Süden ist er. Ich glaube, dann werden wir auch demnächst mal Richtung Süden gehen müssen, ne? Wir müssen sie ja finden. Und die Prinzessin braucht die Unterstützung. Gegen den Kampf, gegen das Böse, gegen die Verräter, gegen Gahun. So, Leute, und da geht's weiter. Wollt ihr handeln? Der Saar. Mira, holt den Wagen und stellt euch darauf ein, ein paar Sachen am Hafen abzuholen. Unsere neuen Verbündeten können mitfahren und ihre Suche fortsetzen. Zeit, Nishas Plan in die Tat umzusetzen. Die Sethrak werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Sehr schön. Ich höre zu. So, reist mit mir das Wagen nach. Okay. Immer schön vorsichtig. Dann wollen wir mal mit dem Wagen weiterreisen, ne? Wo muss ich denn? Kann ich mich da wieder hinten? Muss ich mich da hinsetzen, oder? Ah, ich muss ansprechen, aber komm. Von dem Wagen machen wir mal ein Foto. Zack, zack, zack. Ah, immer so laufen, das ist immer so ätzend. So, und Foto, tschüss, und nochmal, und tschüss. Sehr schön. So, dann reden wir mal mit der Guten. Oh, hallo. Es Seid ist vorsichtig, nicht sicher, Mira. Allein zu reisen. Die alten Trollstraßen sind gefährlich für unsere Wagen. Bin ich doch immer. Kiro muss sich keine Sorgen machen, ich hab das total drauf. Aber haltet euch besser fest, nur zur Sicherheit. Ja. Nimm mal so ein Foto nochmal. Ich konzentriere mich auf die Straße. Semlands Hafen ist im Süden. Da läuft schon seit Jahren kein Schiff mehr ein. Aber es ist unsere beste Chance, die Sachen zu finden, die Kiro und Nisha für ihren Angriff auf die Sethrak brauchen. Okay. Mal gucken, zu welchen Hafen sie uns jetzt bringt. Da bin ich mal gespannt. Dass diese Ödnis einmal das Juwel des Trollimperiums war? Ein Dschungel voller Leben. Was davon noch übrig ist, liegt jetzt unter dem Sand begraben. Okay. Wie kann Rakera an so einem Ort überlebt haben? Wohl gar nicht. Die meisten eurer Art können das nicht. Naja, nicht mehr. Ich werde sie finden. Oder beim Versuch sterben. Rakera. Stopp die Karawane. Da vorne ist was. Trolle. Das ist Rakeras Schild. Wo ist sie? Was habt ihr mit ihr gemacht? Das ist Jakrasets Schuld, nicht meine. Rakera ist der Grund, warum ich noch lebe. Okay. Töte, okay. Wenn das wahr ist, was der Verbannte behauptet, dann müsst ihr das Manches untersuchen. Manches kann man nicht ungeschehen machen. Aber Vorsicht, Jakraset könnte noch dort sein. Dann wollen wir sie mal töten. Ab in den Tempel. Ab in den Tempel. Euch soll man ja töten, komm. Ihr bösen Trolle. Zack. So. Und... Siegt. Ich brauche ein Ziel. Auch schon mal. Oh, da oben ist noch eine Aufgabe.
Wollen wir mal gucken. Ich glaube, vielleicht gibt es auch einen Eingang. Bestimmt. Okay, das nehmen wir mal mit. Na komm, wir kämpfen uns einfach mal hoch. Den Tempel hoch und gucken mal, was uns oben erwartet. Ah, schon wieder einer. Zack, jetzt geht unser Tier erst richtig ab, wenn es böse ist. Du kommst auch gleich mal her. Einmal ihn mal. Heilung, Heilung, Heilung. Wow, das waren, glaube ich, ein bisschen zu viel. Die hauen, glaube ich, ein bisschen mehr rein als die normalen. Ich habe kein Ziel. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ist der einzige Ausweg. Fokus setzen. Ja. Haben wir ja geschafft. So. Aufmounten. Dann wollen wir mal gucken, wo sich der Anführer versteckt. Da ist er doch. Ja, komm, erstmal machen wir dich. Und dann dein Anführer. Assassine, der Sandwüter. Okay. Sind ja gar keine Verbannten, sind Assassine. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Guter Tod. Ich brauche ein Ziel. Wir kommen nicht rein. Das Tor ist mit Magie versiegelt, die wir noch nie gesehen haben. Wir sind nicht allein. Es war ein großer Fehler, in die Sande zu kommen. Die Prinzessin kann euch jetzt nicht mehr retten. Goldstock, kümmert euch um die Eindringlinge. Enttäuscht mich nicht normal. Ach, das schafft ihr doch sowieso nicht. So heizen wir ihn erstmal ein bisschen ein hier. Zack. Das hat er doch schon gleich besiegt. Keine Chance hat er gegen uns. Ich habe kein Ziel. Ich besser als ich. Mein Blut klebt an euren Händen. Ja, damit komme ich klar. Ich bin außer Reichweite. Damit komme ich klar. So, ein Säckchen noch. Na, kommt her, ihr beiden da hinten. Das ist zu weit entfernt. Nehmen wir euer Säckchen. Tschack, tschack, tschack. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, ein paar Fehlassassine. Der hat kein Säckchen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Komm her, ja. Und zack. Und zack, haben wir. Ich habe kein Ziel. Sehr schön. Dann können wir die Aufgabe abgeben. Ich glaube, da müssen wir unten wieder zur Karawane, ja. Zack. Und zack. Aha, ich bin auch nicht so der Wüstenlandfreund. Aber ist irgendwie nicht zu Farrak. Wie ist das Land? Moment, Leute. Zack. Ja, genau, hier wie Tanaris. Genau, Tanaris. Wie das Land Tanaris, so leicht, ne? Ja. Sandala ist immer da. Sandala ist immer da. Bei wem geben wir die Aufgabe ab? Okay, die gehen wir bei dir ab. Was habt ihr mir denn mitgebracht? Mensch. Ich will hier ein paar Aufgaben annehmen und nicht kämpfen. Was ist los bei dir? Findet da draußen bloß nicht den Tod. Na komm, machen wir die Aufgaben noch schnell. So, hier vorne. Soll schon was sein. Hier. Ach, das ganze Ding, ne? So, Brunnen ist repariert, sehr schön. Sollen wir die bewässern? Komm her, ja. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Boah, diese komischen Pflanzen, die gehen mir echt auf den Keks. Sollen wir hier ein neues Feld anlegen? Bestimmt. Ich habe kein Ziel. Dort die Ranken bewässern. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren.
Die müssen wir auch umbringen, gut. So, liebe Leute, aber wenn ihr wissen wollt, wie wir in der nächsten Folge die Disteln gießen, die anderen Pflanzen bekämpfen, schaltet wieder ein. Nächste Woche zu einer weiteren Let's Play-Folge WoW mit unseren Hordejäger. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Wir sehen uns. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Restwoche. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.